Da stand ja alles andere als optimal zum Ball. Der wurde immer länger. Die Flugkurve des Balles ein wenig vielleicht unterschätzt von Sampras. Ist denn das zu glauben? Edbergs Trockenübung mit der Vorhand schienen zu fruchten. Breakchance für den Schweden. Das Match ist wieder offen. Edberg ist wieder zurück. Thank you.
Der Ball im Aus und Sampras in den Zuschauern. Tja, da fasst er sich an den Kopf. Glänzender Rückhandball zuvor. Aber Edberg bleibt dran. Und der Sprung von Sampras zu den Vips. Punkt, ein erneut glänzender Return, den sehen wir hier noch einmal in der Zeitlupe. Sehr schwer zu nehmen für Edberg, der dadurch natürlich Sampras in eine hervorragende Position bringt. Einstand. Gleiche Situation, wieder schlägt Edberg, der Amerikaner, auf die Rückhand auf und dessen Return Ausgangspunkt für den Punktgewinn und damit erneut Breakball für den 21-jährigen Amerikaner. Ein Stefan Edberg, der sich immer wieder anfeuert. Der Abwehr eines Breakballes kommt Stefan Edberg zum 4:4 Ausgleich im dritten Satz. Edberg hatte ja eigentlich keine erfolgreichen Wochen in der Halle in letzter Zeit. Die letzten drei Turniere. Ausscheiden in Tokio im Viertelfinale gegen Alexander Volkov. In Stockholm war am Halbfinale Endstation gegen Goran Ivanisevic.